Was macht mein Pferd denn? Alter! Es läuft immer wieder in diese Schlucht rein einfach. Es ist richtig komisch gewesen gerade. Okay. Hallo, ich meine Pros und Proteins und herzlich willkommen zu Ender Games. Oh yeah. Mit Flo. Hallo Flo. Guten Tag, lieber Blockler. Hallo. Ich habe gehört, heute gibt es Hackauflauf. Ach, nee, aber ich kann mit Lasagne schmeißen, wenn du das möchtest. Das ist nämlich meine Special Ability als, hab ich vergessen, wie er heißt. Ritter. Da ist mein Pferd. Hallo, Pferd. Und damit kannst du werfen. Ja, ich kann mit Lasagne werfen. Das ins Face schleudern. In your face, Digga. Magst du Lasagne? Ja, doch schon gerne, ja. Magst du Pferdefleisch? Ja, doch schon gerne, ja, doch. Oder was sagst du zum Skandal von damals? Der juckt mich überhaupt nicht. Das ist sowas von... In manchen Ländern ist es einfach eine Delikatesse. Ja, ich weiß auch nicht, warum man Pferd nicht essen soll. Das ist ganz normal ein Haustier. Haustier ist es. Naja, du weißt schon, halt so ein Tier wie... Halt ein Schwein auch. Ja, ja. Ich finde ein Schwein sogar viel niedlicher. Ich glaube, Pferdefleisch ist doch tatsächlich auch sehr, sehr lecker. Es gibt ja auch Pferdesalami. Der Skandal war damals ja nur, dass man alte Sportpferde genommen hat. Und das dann... Ach so. Also es gibt tatsächlich Pferdesalami auch. Also das ist kein Problem. Ja. Insgesamt, so, ne? Weißt du Bescheid, was ich meine, Digga? Okay, ich hab nichts. Ich hab Zeug, aber ich hab kein Holz. Du hast kein Holz, okay. Ohne Holz ist immer ein bisschen scheiße. Wo ist mein Pferd? Ah, da. Hallo, Pferd. Pferd von Blockler. Hab ich den hier mäzeln? Oh, nice. Blockler. Ja, wie ich an dem vorbeilauf. Soll ich das töten, wenn ich das sehe? Ah, geil, wie diese Insel hier direkt hinter der Mauer ist. Ja, nice. Richtig am Schwimmen, wenn jetzt so ein Delfin oder so kommt. Ja, mein Pferd brennt, das ist nicht so gut. Oh, glaub, das ist nicht so schön. Das hat starke Nachteile, wenn das Pferd brennt. Ich bin mir sicher, ob ich auch Leben verliere dadurch. Ich glaube aber nicht. Also, wenn du nicht brennst, dann nicht. Ja, ich weiß nicht, ob ich dann automatisch mitbrenne. Keine Ahnung. Mein Pferd brennt, das wäre ja schon denkbar. Pferd sitzt, kann man sich das schon durchaus vorstellen? Ach, leck mich doch, diese Scheißwand ist einfach überall. Wie einer mein Pferd schlägt, sag mal. Geht's dir nicht ganz gut? Kämpfst du gegen den Koala-Bären? Nee. Was, Koala? Ich kämpfe gegen irgendjemanden. Bin mir nicht ganz sicher, was ich hier mache. Oh, ich komme an Holz. Werden halt jetzt fertig geportet? Fuck, ich werde auch geportet. Oh, oh. Bist du tot? Wer, du? Du. Nö. Nicht? Gut, alles gut, alles gut. Dann ist ja alles chillig. Ja, aber ich werde jetzt bestimmt gleich geportet und habe kein Holz mehr. Siehst du, ich werde geportet in den Kampf. Geil, mit Eisenschwert und allem, mit Bogen. Und? Tot? Nicht? Noch nicht. Dann lauf ordentlich weg, Digga. Alles wird. Ja, gut. Ein Schuss noch. Alles wird gut, habe ich gesagt. Weil ich wreck nicht mehr. Habe ich schon Odia-Helm gefunden, GG. Und tot. Oh nee. Ich muss das mal ausmisten gerade. Scheiße, das ist jetzt ein bisschen doof. This is pretty doof. This is pretty, pretty doof. The link kit ist ein bisschen heikel. Wenn ich Stuff wenigstens am Anfang hätte, würde ich da raufgehen und offensiv versuchen, da zu Herzen zu kommen. Weil per Porten dauert es einfach viel zu lange. Okay. Ohne Idee, holst du ihn ja locker wieder ein. Alter, das mit dem Kämpfen ist ein bisschen tricky, muss ich sagen. War der sich hingeprodet? Ah, GG. Er ist dort. Cool. Ah. Weißt du, was er schreibt? Ah, nee, doch nicht, das war wer anders. Nee, was denn? Ich dachte schon, dass er das wäre. Killer 3512 schreibt. Ach kommt! Eure Dolch, ihr Mutter. Was macht mein Pferd denn? Alter! Es läuft immer wieder in diese Schlucht rein einfach. Es ist richtig komisch gewesen gerade. Okay. Das ist einfach immer noch richtig verbuggt. Stehst du gerade oder sitzt du? Ich sitze auf meinem Pferd. Ja, bei mir stehst du nämlich hier 300 Kilometer weiter weg wieder. Hä? Bist da manchmal hingeportet, so dein Skin. Ja, du stehst ja einfach in der Luft teilweise. GG. Das meine ich, es ist so unglaublich verbuggt, dieses Kit. Es ist halt echt. Also es bringt dir nur Vorteile, diese Bugs, aber... Ja, würde ich nicht unbedingt nur sagen. Also ich habe teilweise auch schon Runden erlebt, da haben die mich so gefistet. Ja, aber das liegt am Kit selbst, nicht an den Bugs. Die Bugs sind vorteilig für dich, wenn das Skins von dir irgendwo im Nirgendwo stehen und alle denken, du bist da, aber du bist ganz woanders. Na gut, vielleicht ist das auch nur ein Fehler bei dir. Ich habe das nur zum Beispiel noch nie gehabt. Muss ich ganz ehrlich schon mal zugeben. Gehabt. Hä? Ich hab das schon häufiger gehabt. Also ich hab das noch gar nicht gehabt. Wie jemand auf mich geschossen gerade hat. Ah, Ungeheuer-Kit. Ah, drüben, okay.
Ja. Aber gut, mit Pferd geht's natürlich. Ja, ich hab halt... Oh, er hat auch sogar Brandbogen, oder? Jetzt hast du dich einfach wieder 300 Meter nach links geportet bei mir. Ohne Pferd. Ich sehe nur, wie er Schaden bekommt. Bei mir bist du... Oh, oh nee, komm. Jetzt bist du wieder sichtbar. Oder geportet. Ja, ich wurde geportet, ja, ja. Okay, die... Oh, 200 Blöcke, really? Was ist falsch mit euch? Oh. Ja, na gut, so macht es irgendwie nicht so viel Sinn, glaube ich. Vielleicht liegt es ja an der Version, vielleicht läuft es ja bloß bei 1.8 geil mit den Pferden. Kann sein. Finale, ne? Finale. Ist Finale? Mhm. Gegen das Ungeheuer? Ejo, keine Ahnung, ob das der... Okay. Was ist mit deinem Pferd falsch? Ich weiß nicht, das ist das Einzige, was richtig buggy ist. Weißt, ja, du, aber gut, was, du weißt du was, halt immer wieder rufen, ne? Die krasseste Waffe, also es gibt zwei richtig krasse Waffen gegenüber diesem Kit hier. Na, das Pferd töten. Soll ich dir verraten? Nee, das Pferd töten nicht. Das dauert viel zu lang. Sondern? Den Sattel klauen. Ja, aber dann musst du dich doch aufsetzen, oder nicht? Ja, aber mir wurde schon mehrfach der Sattel geklaut. Ja? Ja. Und was noch richtig krass ist, gegenüber dem Kit Lava. Also wenn du mit dem Pferd einmal in Lava steckst, so kommst du nicht einfach wieder raus. Kannst du nicht absteigen, selbst weglaufen und da rausbauen? Ja, genau, das kannst du dann machen, aber das ist auch wirklich... Ja, musst du erstmal so schnell reagen, Alter, das ist richtig krass. So, haben wir denn? Okay. Wo ist der Dude denn? Richtig weit weg einfach, Mann! Davor. Ja, aber mit Pferd geht's ja. Trotzdem. Richtig belastend. Oh. Mit Pferd ins Wasser. Vielleicht. Aber ich sag mal so, der ist, glaube ich, ganz gut gewappnet gegen... Ach nee, ich glaube, das ist sogar der mich getötet hat, kann das sein? Aber das kann möglich sein. Der hat richtig viele getötet, ja, ja. Mich auch. Der hat richtig viele getötet. Okay, kleiner Hacker. Sag mal so, der hat auch nicht unbedingt gerade ein Kit, was schlecht gegen dich ist, aber du hast auch ein Kit, was gut gegen ihn ist. Ach, er ist Kangaroo? Ja. Ja, da war auch schon das Feuerchen. Aber soweit ich sehe, brennst du nicht mit. Aber er kann jetzt halt easy mein Fett killen, theoretisch. Theoretisch. Da setzt er es wieder ein und springt selbst hinein. Das war nicht schlecht, Digga. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Im Wasser ist man halt auch relativ sicher vor den Rittern, ne? Nö. Naja. Nicht wirklich. Ja, im tiefen Wasser. Ja, im tiefen Wasser auf jeden Fall, das stimmt. Ja, nice. Jo, ich sag mal GG, auch wenn er schon rausgejoint ist, ein bisschen doof, aber... GG, richtig gut gespielt habe ich. Du sowieso, lieber Flo, du sowieso. Ich habe diese Runde Ender Games gewonnen, das konnte ich bisher nicht oft von mir behaupten. Erst seit ich nämlich das Kit habe, habe ich recht viele Siege errungen. Richtig, so stark. Also, ich persönlich kann ganz gut damit umgehen, glaube ich. Es liegt mir irgendwie. Ich weiß nicht, ob es effektiv auch so stark ist. Aber ich denke schon, das ist schon ziemlich... Du hast halt den Geschwindigkeitsvorteil. Du kannst ewig wegrennen, weil du essen kannst auf dem Pferd einfach. Ja. Ohne irgendwie... Schnell wegrennen vor allem. Ja, schneller genau. Als alle anderen. Das ist schon krass. Ja, und du hast halt noch ein Schild im Prinzip. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, wie das viele ist, Schläge aufs Pferd gehen. Ja. Also es ist recht abwechslungsreich. Immer mal trifft mich ein Schlag. Dann wieder mal zwei das Pferd, dann wieder mal mich. Das ist richtig komisch. Aber ist eben so. Durch die Dia-Rüstung von dem Pferd ist natürlich, hält es schon sehr viel aus. Es hält schon sehr viel. Schläge kassierst du ja insgesamt auf jeden Fall mehr. Also die Schläge vom Pferd mehr mitgezählt. Ja, das kann schon sein, ja. Aber das Pferd hält einfach auch unglaublich viel aus. Ich weiß nur, dass ich mit Dia Schärfe 1 Schwert da 3 Stunden draufkloppen musste, bis es tatsächlich mal down war. Also es hält schon so aus wie so ein diamantgerüsteter... Spieler auf jeden Fall. Mindestens. Mindestens. Ich glaube, hat so ein Pferd nicht sogar mehr Herzen als man selbst? Kann sein. Ein normaler Spieler hat nicht sogar 30 Herzen anstatt nur 20 wie der Spieler? Kommt drauf an, glaube ich. Ich weiß. Und der Spieler hat nur 10 Herzen. Naja, es wird aber als 20 gewertet. 20 Leben. Also, gut. Dann würde ich sagen, war's das für diese Folge. Waren jetzt nur 10 Minuten, aber reicht auch. Und vielen Dank fürs Mitmachen, Herr Flo. Ja, 2 Minuten haben echt Spaß gemacht. Yeah, vielen Dank fürs Zuschauen an euch da draußen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.